Jetzt ist wieder weg. Jetzt ist schon wieder weg. Präsidente. Ja, es fängt wieder an. Präsidente. Vielleicht geht es nicht länger, wie 30 Sekunden. Das ist heute Konfett-Cup so. So rational. Vorbereitung für 2 Wochen. So. Vielleicht bin ich auch nur nüchtern. Rational. Aber in 2 Wochen. Ja. Also, hallo. Du kennst das Entsprichzeichen aus der Schule, gell? Ja. Den hat schon gesagt, ich gerade ein bisschen alles mauso. Ich soll mal gucken, so was. Ja, 2 Wochen, da bringen wir dann um meine Intention ein wenig zu forcieren. Hey! Das ist Sophie, heißt sie. Sophie. Wer? Sie? Die Sophia aus Kornwestheim. Hallo Sophie. So weit weg. Bonjour. Salut. Hey, sprichst du Französisch? Nein. Ich kann nicht nach Hause. Vor allem die Aussprache, ja. Die ist so lustig. Ich finde mich. Ich finde das Fest toll. Ich möchte noch lange bleiben und hat mich ganz lieb mit dem Trauni. Und hallo! Hamburg ist. Ja. Hamburg ist. Container. Hamburg ist. Das Problem ist, ich habe so viel Medizin zu mir genommen. Wie schwer. Schwer. Ich versuche jetzt da irgendwie. Du nimmst ihn wieder auf. Ja, natürlich. Das macht dich betroffen. Die Position, dass du da aufnimmst, ist ganz toll. Wahrscheinlich sieht man mich überhaupt gar nicht. Wo du recht hast, hast du recht. Wir filmen jetzt das Feuer. Ja, das ist hell genug. Schön, gell? Aber ich finde es im Real ein bisschen schöner als im Film. Schaffst du beim Real oder was? Arbeitest du bei diesem Einzelhandelsunternehmen, das sich nennt Real oder was? Nein, weil du gerade Real gesagt hast. Ich wollte ein wenig über dich wissen, also ein wenig über dich eigene Erfahrung bringen. Ich arbeite nicht beim Real. Du arbeitest nicht beim Real? Nein. Auch nicht im Kaufland, Edeka. Sondern? In keiner Supermarktkette. Ja, sondern? Ich studiere. Hey, yeah! Und was? Kultur- und Medienbildung. In Ludwigsburg. Yes. Hey, wow. Diese schöne Mediengestaltungsuniversität. Nein, diese schöne pädagogische Hochschule. APH, hey. Okay. Und dann? Gehst du ins Lehramt? Nee, eben nicht. Also so außerschulische Bildung. Also eher so Erwachsenen. Auch Erwachsenenbildung oder Seniorenbildung. Da hatte ich schon mal jemanden. Tobi, seine jetzige Freundin, macht auch irgendwie. Was studierst du nochmal? Kultur- und Medienbildung. Ja, und sie studiert Pädagogik. Ja, okay. Und erzählt mir praktisch vor nicht sehr langer Zeit genau das Gleiche.